Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Firma Knöpper, Elektro und Küchen in Ochtrup. Steigen Sie ein in die Welt von Knöpper. Und Altea Sockenlagerverkauf in Steinfurt-Borkhorst. Sportliche Markenware bei Altea. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel. Spiel der Woche. Und wir sind heute zu Gast zum zweiten Spieltag der Westfalenliga Staffel 1 am 19. August 2018. Und zwar in Neuenkirchen im Sportzentrum am Haarweg. Hier sehen wir den Eingang zum weitläufigen Vereinsgelände des SOS Neuenkirchen. Aber gespielt wurde nicht hier, sondern auf der anderen Straßenseite im sogenannten Waldstadion. Wie der Name schon sagt, ist das idyllische Plätzchen mitsamt feiner Tribüne von Bäumen umgeben und lockte auch zu diesem Spieltag wieder recht viele Zuschauer an. Sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein führten dazu, dass sich insgesamt 602 Zuschauer im Waldstadion einfanden, von denen sich die Masse ein schattiges Plätzchen auf der Tribüne suchte. Es war angerichtet, die Rahmenbedingungen stimmten und kommen wir nun zum eigentlichen Spiel. Das ist ein Heimspiel, ein Spiel deines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wie Rock'n'Roll, Fußball ist für die Ewigkeit. Der Vorjahrzehnte der Westfalenliga SOS Neuenkirchen hatte den Vorjahres-Landesligameister und Aufsteiger SV Borussia Emstetten zu Gast. Die Borussia wurde derzeit regelrecht von einer Euphoriewelle getragen. Aufstieg, Reichspokalsieg und zum Auftakt der Westfalenliga-Saison im Derby bereits den Mitaufsteiger SV Mesum besiegt. Die Brust war breit bei den Gästen, das sah aber den Hausherren anders aus. Nach durchwachsener Vorbereitung hatte man am ersten Spieltag spielfrei und wusste deshalb nicht genau, wo man momentan eigentlich steht. Als Schiedsrichter war hier im Waldstadion Dominik Nosing im Einsatz, ihm assistierten André Korte und Ahmed Sema. Bevor es losgeht, werfen wir schnell noch einen Blick auf die beiden Mannschaftsausstellungen. Der von Tobias Wehenschulte trainierte SOS Neukirchen startete vor heimischem Publikum wie folgt in die neue Saison. Im Tor Wiesmann, davor Winkler, Bügener, Ganske, Mirko Janning, Ehler, Ross, Kapitän Oliver Janning, Nivela, Krümpel und Beckmann Smith. Gästetrainer Roland Westers setzte beim SV Borussia Emstetten auf die gleiche Elf, die eine Woche zuvor zum Ligastart in SV Mesum mit 2:0 in die Knie zog. Im Tor Wiedenhöf, davor Ode, Klöpper, Wedi, Torka, Kortefoss, Hoffmann, Meinigmann, Pereira Ferreira, Kapitän Melzer und Brinkmann. Auf geht's und die Gäste aus Emstetten in roter Spielkleidung von Beginn an dominant, setzten in Minute 4 durch einen Schussversuch von Jan Kortefoss eine erste Duftmarke, aber Marvin Wiesmann im Tor der Hausherren aufmerksam schnappt sich das Leder. Die Wiederholung zeigt, dass der freche artistische Schuss von Kortefoss genau unter die Latte gepasst hätte, wäre Wiesmann nicht zur Stelle gewesen. Ein schöner Auftakt hier im Waldstadion Neuenkirchen. Eine Minute später dann der erste Aufreger der Partie. Die Gäste hätten hier gerne einen Strafstoß gehabt, nachdem es im Strafraum des SOS zu einem Zweikampf zwischen Borussias Marco Pereira Ferreira und Neunkirchens Oliver Winkler kam. Pereira Ferreira geht zu Boden, fordert Elfmeter, doch die Geste von Schiri Dominik Nosek ist eindeutig kein Foul. Weiterspiel. Wir schauen nochmal drauf. Am rechten Bildrand sehen wir die Protagonisten des Zweikampfs in der Verlangsamung. Ein Kontakt lag vor, aber ob es ausreicht, um hier auf den Punkt zu zeigen? Für den unparteiischen Nosek war es jedenfalls zu wenig. Der von den Gästen herbeigesinnte Pfiff blieb aus. Kein Strafstoß. Aber auch in der Folge blieben die Gäste das aktivere Team mit den bislang einzigen Torabschüssen der Partie. Minute 9, Ecke von Mario Brinkmann, in der Mitte Kopfball, Hendrik Rode und wieder ist Wiesmann zur Stelle, um den zugegebenermaßen sehr unplatzierten Abschluss aufzunehmen. Hier die Szene nochmal aus der Torkameraperspektive. Bekommt Ode entweder mehr Druck hinter den Ball oder mehr Präzision in seinen Abschluss, hätte es deutlich gefährlicher für das SOS-Tor werden können. So allerdings weiter 0:0. Und was machten die Hausherren? Hier mal eine Szene aus Minute 16. Will mal was von dem gegnerischen Tor gegen damals über Standards. Hier die Ecke von Joshua Ross. Kurz gespielt, der zweite Ball wird dann hoch in den Strafraum geschlagen, aber die Borussenabwehr hatte wenig Probleme, um die bis dahin harmlosen Angriffe der Gastgeber zu verteidigen, so wie hier. Glück in dieser Szene hatte allerdings eine meiner Zusatzkameras, die von dem Ball trotz verdeckter Aufstellung fast getroffen wurde. Glück gehabt. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe auch der SOS seinen ersten zeigenswerten Torschuss verbuchen konnte. Nach Ecke von Ross wird der Ball abermals kurz gespielt und dann versucht sich erneut Ross mal mit einem flachen Schuss aus halblinker Position. Der Ball landet zwar in den Arm von Gästekeeper Nils Wiedenhöft, jedoch war der Schuss ziemlich tückisch, wie die Wiederholung zeigen wird. Die Schussabgabe erfolgte verdeckt und fast wäre in der Mitte noch ein Neunkirchen an den Ball gekommen. Hätte dieser den Ball nur leicht abgefälscht, dann wäre das Spielgerät womöglich im Kasten eingeschlagen.
Auf der Gegenseite dann wieder die rot gekleideten Aufsteiger aus Emstetten, brandgefährlich. Kevin Torka über den linken Flügel nach tollem Doppelpass mit Nick Wedi. Seine Reingabe verpasst am Ende Jan Kortefos denkbar knapp in der Mitte. Der Ball trudelte danach unbehelligt ins Seitenhaus, aber hier hatte nicht wirklich viel zur Gästeführung gefehlt. Da kommt die Wiederholung. Feine Flanke von Torka über die linke Angriffsseite und dann Kortefos mit dem Versuch eines Flugkopfballes. Haarscharf, würde ich sagen. Eine Führung der Gäste wäre zu diesem Zeitpunkt der Partie definitiv nicht unverdient gewesen. Nun folgt der zweite große Aufreger der Partie. Robin Krümpel mit einem langen Ball in die Spitze. Dort kommt es in Minute 37 im Strafraum zu einem Zweikampf zwischen Neunkirchens Malte Niewöhler und Emstettens Karl Hoffmann. Dabei geht Niewöhler zu Boden und Referee Dominik Nosig zögert nicht lang und zeigt auf den Punkt. Strafstoß für den SOS und Gelb für den Verursacher, der mit dieser Elfmeterentscheidung ganz und gar nicht konform ging. Aus meiner Kameraperspektive von der Seitenlinie weiß sofort bei Schiedsrichter Nosing, wir hatten ungefähr die gleiche Sicht aufs Geschehen. Allerdings beim Studium dieser Bilder der Zusatzkamera muss ich sagen, dass ich den Ärger von Hoffmann durchaus nachvollziehen kann. Aber bilden Sie sich bitte Ihre eigene Meinung. Eine harte Entscheidung, zumal in Minute 5 eine ähnliche Situation auf der anderen Seite eben nicht zum Strafschuss geführt hatte. Wie dem auch sei, noch war der Ball nicht im Tor. Die Verantwortung dafür übernahm Neunkirchens 14er Joshua Ross im Duell gegen Emstettens Nummer 1 im Tor Nils Wiedenhöft. Ross läuft an. Links unten. Sicher verwandelt. 1:0 Neuenkirchen. Joshua Ross erzielt hier mit seinem, genau richtig, ersten Saisontreffer die Führung für die Hausherren, die sich vorher nicht unbedingt angedeutet hatte. Hier Wiederholung des verwandelten Strafstoßes. Wiedenhöft in die eine Ecke, der Ball in die andere, sauber verladen oder aber auch eiskalt weggemacht. Aus dieser Perspektive noch besser zu erkennen. Und hier die Reaktion auf der Tribüne. Die heimischen Zuschauer hatten allen Grund zur Freude, denn mit dem 1:0 ging es danach auch zum Pausentee. Im zweiten Durchgang war die Partie dann ausgeglichener und es dauerte ein wenig, bis vor allem der beiden Tore wieder etwas geschah. Minute 54 und die Borussia mal wieder mit einem nennenswerten Torabschluss. Marco Pereira zieht hier aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Der Ball als Aufsetzer zwar tückisch, aber trotzdem keine große Herausforderung für den souveränen Marvin Wiesmann im SOS-Gehäuse. 2 Minuten später auf der anderen Seite dann auch mal Neuenkirchen mit einer guten Schusschance. Das Spielgerät landet nach einer Ecke schließlich bei Vitali Ganske. Der fackelt nicht lange und zieht einfach mal ab und gegen von Gegenspielern. Aber der Schuss gerät zu zentral und genau auf Wiedenhöft, sodass dieser Ball dann abgefangen werden konnte. Dann war die Hintermannschaft der Borussia einen Moment unachtsam. Minute 61 und ein schnell ausgeführter Freistoß von Neunkirchen landet schließlich in der Spitze bei Ganske. Der ist plötzlich frei durch, taucht von Wien und aus, schaut, schießt und Tor! 2:0 Neunkirchen. So einfach kann der Fußball sein. Vitali Ganske besorgt hier mit Saisontreffer Nummer 1 die 2-Tore-Führung für die Hausherren. Der Treffer noch einmal in der Wiederholung. Es war im Übrigen kein Abseits beim Zuspiel von Malte Niewöhler. Alles korrekt gelaufen, Ganske mit viel Platz und mit der nötigen Ruhe vor dem Tor, um aus halbrechter Position am chancenlosen Wiedenhöft vorbei ins lange Eck abzuschließen. Klasse gemacht von Vitali Ganske. Kein Abseits. Danach folgte in Minute 70 der dritte, etwas kleinere Aufreger. Beim Angriff der Emstettener Borussen über die linke Seite wird der Ball lang vorne hereingeschlagen. Die Finalpasse in die Spitze fällt allerdings Neunkirchens Kapitän Oliver Janning per Anspiel und sieht dafür folgerichtig den gelben Karton von Schiedsrichter Mosing. Große Aufregung im Lager der Roten, die anstatt der gelben Karte am liebsten einen Platzverweis für Oliver Janning gesehen hätten. Irgendwie war bei Emstetten nach dem 0:2 der Wurm drin. Da das Handspiel außerhalb der Straßen verfolgte, gab es lediglich Freistoß und den vergaben die Gäste aus aussichtsreicher Position mit einem Schuss in die Mauer. Danach kann die Neunkirchener Hintermannschaft den Ball nach mehreren Anläufen aus dem Gefahrenbereich klären.
Bei Amstetten fehlt es auch in den Schlussminuten am nötigen Fortun, um hier wenigstens noch einen Treffer zu erzielen. In Minute 81 wird der eingewechselte Peter Lakenbrink vorne klasse in Szene gesetzt. Aber Robin Kumpel rauscht heran und grätscht in den Ball noch vom Fuß. Es war wie verhext für die Roten. Hier zeigt die Wiederholung noch einmal die tolle Rettungsaktion von Kumpel, der sich hier heldenhaft in den Schussversuch von Lakenbrink wirft. Alles fair, deswegen keine Proteste der Gäste. Da die Gäste in der Schlussphase nun mehr riskieren mussten, wenn sie hier noch etwas selber mitnehmen wollten, gab es für die Hausherren nun reichlich viel Platz für Tempogegenstöße. Wie hier in Minute 84. Der Ball abgefangen, dann ein Flugball, schnell in die Spitze gespielt. Kein Abseits. Dort ist wieder dieser Joshua Ross zur Stelle und kurft ihn heraus. Eine Torhüter braucht den Ball dann nur noch im leeren Tor unterzubringen. 3:0 für Neuenkirchen. Zweites Saisontor von Joshua Ross. Und damit war die Nummer hier durch. Der SOS Neunkirchen konnte sich über einen dreifachen Punktgewinn zum Auftakt in die diesjährige Westfalenliga-Saison freuen. Und hier, meine Damen und Herren, die Wiederholung. Am rechten Bildrand taucht Ross auf, geht an Wiedenhöf vorbei und lässt dann auch noch Hendrik Rode stehen, der nicht mehr rechtzeitig das Einschieben ins verlassene Tor verhindern kann. Ein klasse Dribbling des Torschützen Joshua Ross hier zum 3:0. In der Nachspielzeit hatte Peter Lakenbrink für Amstetten noch einmal alle möglichen Treffer per direkten Freistoß auf den Schlappen, aber auch sein Torschuss verfehlte am Ende sein Ziel knapp. Die Enttäuschung über den heutigen Spielverlauf war den Schützen ins Gesicht geschrieben. Kurz danach war dann Schluss und Referee Dominik Nosing beendete nach exakt 3 Minuten Nachspielzeit diese Begegnung. Somit schlägt der SOS Neunkirchen also den Aufsteiger SSV Borussia Amstetten am Ende mit einem satten 3:0 durch die Tore von Vitali Ganske und Joshua Ross, der doppelt traf. Die Statistik zeigt, dass die Partie auch anders hätte ausgehen können. Amstetten vergab gerade zu Beginn der Partie einige gute Einschussmöglichkeiten. Der verwandelte Foulelfmeter brachte dann schließlich die Hausherren in Front, die mit der Führung im Rücken das Spiel abgeklärt nach Hause brachten. Hier die aktuellen Ergebnisse der Westfalenliga Staffel 1 im Überblick. Neunkirchen gegen Amstetten 3:0, wie gesehen. Meso gegen Roland 0:4. Beckum gegen Preußenmünster 2:1. Speckstadt gegen Herford 0:3. Klaus gegen Vreden 2:0. Und Rödinghausen 2. gegen Maßlingen 4:0. Und Hiltrup schlägt Thesen mit 5:2. Und in der Tabelle verbessert sich Neunkirchen auf Platz 7 und Amstetten rutscht von Position 3 auf die 10 ab. Beide Teams haben 3 Punkte auf dem Konto. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ihr, euer Timo Wermeling. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Firma Knöpper, Elektro und Küchen in Ochtrup. Küchen, Haushaltsgeräte, Kaminöfen, Kundendienst, unendliche Möglichkeiten. Steigen Sie ein in die Welt von Knöpper. Und ATR Sockenlagerverkauf in Steinfurt-Borkhorst. Wir bieten sportliche Markenware von Bugatti, Camel Active und Tom Taylor. ATR, was lange währt, ist gut. Anziehen gut.